Hallo und herzlich willkommen zurück zu God Eater 2 Rage Burst. Ich bin Mr. Katafira, das fliegende Kaninchen. Und ich habe mich ein bisschen anders gekleidet. Ich habe mir die Sensenausrüstung in weiß hergestellt. Die kann man sich nämlich herstellen. Und ich habe auch gefunden, wo man dieses Ticket einlöst und. Das ist alles egal, denn wir wollen uns jetzt der Mission, der Hauptmission zuwenden. Euch bleibt ja noch die große Frage offen. Möchtet ihr sehen, wie ich schwere Missionen und diese God Eater 2 Rage Burst Missionen mache? Oder soll ich sie offscreen machen, um Erfahrungspunkte und Loot zu sammeln? Und dann mache ich nur die Quest-Missionen, beziehungsweise die Story-Missionen. Aber mit dieser machen wir jetzt erstmal weiter. Wir haben die Grundtrainings haben wir, haben das Wettstein geschafft. Jetzt kommt Kugelhagel. Eine weitere Übung für God Eater Kadetten. Eliminiere alle Schattenkokons und Kokonjungfern im Gebiet. Diese Aragami sind klein und unbeweglich, aber die Kraft und Zielgenauigkeit ihrer Fernangriffe ist nicht zu unterschätzen. Trainiert eure Ausweichfähigkeit und schaltet sie geschickt aus. Los geht es. Auf, Leute! Auf in den Kampf! Wir wollen ja unsere Blut... Let's get to work. Commence operation. All God Eaters with me. Let's make it happen, Cap. Tornado's going crazy. I wonder what it's like inside. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Hä? Ah. Ich konnte mich aus nicht empfindlichen Gründen nicht bewegen, aber hey, stört mich nicht. Stört dich! Haps, 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 haps. Ich habe gerade gesehen, es gibt eine Karte. Guck mal, da drüben ist auch noch ein Gegner, von dem wir wissen. Okay. Aber wir wollen hier uns umschauen. Der Tornado geht echt ab, vor allen Dingen, weil er in der Mitte ist. Wir gehen da einfach so lang, während hier ein Tornado in der Mitte von uns ist. Und der Tornado hat aufgehört. Jedenfalls akustisch. Hä? Ach, weil das hätten sich aufgelöst hat, war das Geräusch gerade. Lauf, 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 lauf. Kohlefaser. Und wir brauchen halt echt ganz schön viel an Ressourcen für die besseren Waffen und alles so ein Kram. Unrennen ist... Ich möchte aber einmal... Kann ich euch vielleicht heilen? Wartet mal ganz kurz. Geht das? Warte, warte, warte. Erholungsball, Erholungssäule. Kann ich euch da reinpushen? Heilt ihr euch dann? Seid ihr nicht geheilt? Seid ihr geheilt? Julius ist doch nicht mehr geheilt. Hä? Die sind doch nicht full life. Da ist doch der Balken nicht ganz voll. Na gut, okay. Whatever. Whatever. Macht ihr mal da... nicht runterfallen. Hallo. Ich bin unsichtbar. Target eliminated. Time to return home, blood unit. Let's hop on the extraction and head on home. Was ist das? Romeo, das? Oh, oh. Oh. Hübsch. Oh, da ist noch Items. Every mission should go this well. Und dann haben wir Schmerzträne. Schmerzträne? Keine Schmerzträne? Na gut. Yay, erfolgreich. Oh, Verbrauchsgegenstände. Verbrauchsgegenstände als Missionsbelohnung oder Bindung ignorieren. Bisher habe ich noch nicht so viele, weil es kann noch kommen, ne? Bindungsbruchbedingungen nehmen wir mal weg. So. Wir haben einen Verbrauchsgegenstand plus 3 fürs Schild. Erholungsgegenstandstempo für irgendeine andere Waffe.
Und, Einsatztempo für die Sense. SSS, nur SS, schade. Ja, weil ich glaube, ich einmal getroffen wurde oder nicht schnell genug war. Aber das kann ich zum Beispiel auch alles offscreen nochmal machen, dass ich dann diese Mission nochmal laufe, um den besten Rang zu bekommen. Ich glaube, das mache ich auch einfach mal. Oh. So glad you're here. My daughter is your biggest fan. Oh, thank you so much. I don't deserve such praise. Come now, miss. Don't be so modest. Miss, you know, we are truly grateful that you've agreed to help improve Fenrir's public image. It's my pleasure. It's thanks to Fenrir that supplies are getting to those who need them. I'm just proud to help in any way I can. Then how about a concert at our headquarters? Surely having your beauty among them would boost the troops' morale. I'm sorry. Such a generous offer, really. But, I'd rather not leave the Far East right now. Once the food shortage in the satellite bases has been resolved, I'll gladly consider it. Yes, of course. I'll talk with HQ myself and see what can be done. I'll have those outliers fed without delay. That's wonderful. Thank you so much. Come, let's sit and discuss the arrangements. You know, you guys are way too reckless. Always charging in at the Aragami. You gotta stay back. You know, analyze the enemy's movements. Sounds like being a chicken to me. Hey, Nana, getting kind of close there. Oh! So sorry about... What are you kids doing? Miss Yuno, I apologize for this behavior. Please, it's fine. Careful there, you three. You shouldn't be horsing around in the lobby. I know you don't want to disturb our important guests. Right. Sorry, Dr. Leia. It won't happen again. My apologies for those rude children. I am ashamed. They're really only good for fighting, you know. I think we lost Romeo. What's with that weird look? Do you not know who that was? That's Yuno Ashihara! Do you know what he's talking about? Are you kidding me right now? That's Yuno, the most awesome idol ever to live. She's so pretty! I can't believe I almost touched her. Why? The one time I don't have my camera. Her scent lingers on my skin. I won't be taking a shower tonight, that's for sure. Romeo, I think everyone would appreciate it if you kept showering. Thanks! Not a chance! That was once in a lifetime! A glimpse of Yuno! How do you not get this? All right. Well, whatever. Come on, let's get going. Hey, hey! Wait for Romeo! Oh, na, da bahnt sich doch was an. Da wird doch, das wird doch noch relevant werden, dass wir die jetzt kennengelernt haben. Wir haben einen Brief. Romeo, dringend. Du warst gar nicht von Yuno beeindruckt. Das geht so gar nicht. Hier ist das Wichtigste. Yuno Ashihara, Künstlerin unter selben Namen, okay. Geboren am 20. November, 17 Jahre alt, also minderjährig, laut menschlichen Vorstellungen. Jedenfalls westlichen menschlichen Vorstellungen. Sängerin von der Satellitenbasis Nemus Diana. Ihr größter Hit, Arie des Lichts. Aha. Also eine Sängerin, das ist, hier, da kann man da nämlich... Warte, da, warte, Fran, Yuno... Da, Yuno. Eine begabte Sängerin reist mit der Fenris PR-Abteilung durch die Welt, um Unterstützung für den Bau der Satellitenbasen zu sammeln. Hauptsächlich ist sie in Fernost unterwegs. Ah! Man kann ja auch die Aragami nochmal anschauen und sich etwas geht darüber belesen, wenn man das möchte. Und das möchten wir natürlich nicht. Wir wollen mit Romeo reden. Also ich dachte, wir sollten Yuno trotzdem treffen. Sie müsste jetzt gerade im Büro von Direktor Grimm sein. Nun, das könnten wir wohl tun. Okay, das hier ist eine mannschaftsbildende Übung. Du platzt in sein Büro und verschaffst uns die Erlaubnis, dort zu sein. Sobald du die Erlaubnis hast, stürme ich hinein. Ich halte hier draußen Ausschau. Los geht's, Teamwork. Kann ich Unterstützung bekommen? Nana, ich brauche Unterstützung. Nana? Was? Du gehst zum Büro des Direktors? Ich bleibe lieber hier. Aber teambildende Maßnahmen. Hey, Captain.
Inzwischen hast du dich sicher an den Kampf gewöhnt. Vielleicht ist es Zeit, dich in den Einsatz der Schusswaffenform zu lehren. Ich werde es das nächste Mal mit dir durchgehen. Hast du im Moment irgendwelche Fragen zu den Taktiken? Sprechen wir über Taktiken. Wie soll ich einen Kampf manövrieren? Das ist mir, ich wollte eigentlich gucken, ob man irgendwie jemanden auf Heilung setzen kann oder sowas. Bla bla bla. Geh weg. Wir müssen jetzt teambildende Maßnahmen machen. Teambildende Maßnahmen. Los! Huch! Wo ist denn Juno? Er stimmt im Hubschrauber auf dem Weg zurück in die Fernostabteilung. No freaking way! Nein, wir haben sie verpasst. Wer bist du denn? Oh, warte, ich erinnere mich. Ihr seid die Blattkadetten zweiten Grades. Ich habe eure Akte gesehen. So viele Leute sind hier scheinbar auf der Basis auch nicht. Aber wenn man die ganze Zeit in seinem goldenen Samtstuhl sitzt... Nebenbei fand ich es übrigens ein bisschen schade, dass ich meine, die Texte sind alle vorgegeben, dass da nicht eingesprochen wurde. Ich meine, warum wählen wir uns eine Stimme aus? Gut, für die Kampf, aber ne, trotzdem. Naja, egal. Und du, wer bist du? Assistierst du Dr. Rachel oder was? Stell dich vor, lobe die Arbeit des Direktors. Sie sind sehr berühmt. Ich stelle mich einfach vor, der hat mich gefragt, wer ich bin. Ha, so ist recht, Soldat. Mach weiter so und du bekommst vielleicht eine Stelle in meiner Leibwache. Kann ich Nein sagen? Fenrir ist eine komplexe Organisation. Leute wie ich sorgen dafür, dass der Frieden gewahrt bleibt. Und wie, indem du auf deinem fetten Arsch sitzt und Zigarre rauchst? Ruhmessüchtige, dämliche Neulinge und arrogante Bürokraten wollen ständig die Ordnung stören. Ja, genau. Aber das werdet ihr bald selber sehen. Zumindest, wenn ihr drauf aus seid, erfolgreich zu sein. Ich stelle mich nochmal vor. Okay, das kennen wir schon. Kann ich weder noch sagen? Ich möchte nichts davon. Ich möchte nicht los. Komm, na gut. Bemannt oder nicht? Ich hege keinen Zweifel daran, dass Godark-Soldaten die Zukunft der Menschheit sind. Wie bemannt? Wie bemannt? Ist das ein Übersetzungsfehler? Oder? Ich selbst habe das Godark-Soldatenprogramm ins Leben gerufen. Ich habe die Fabrik selber aufgebaut mit meinen eigenen Händen. Deswegen sehe ich auch so muskulös aus. Das ist nämlich gar kein Fett, auf dem ich hier sitze und hin und her rolle. Sie sind sehr berühmt, Sir. So berühmt. Sie kennen sogar die geniale Juno. Sie ist unglaublich. Närrischer Junge. Eine reine Arbeitsangelegenheit. Sehe ich aus, als würde ich Militär und Zivildesign mischen. Du siehst so aus, als hättest du schon lange kein Militärdasein mehr gehabt. So fett wie du bist. Tut mir leid, ich wollte nicht. Genug, hört auf, meine Zeit zu verschwenden. Kämpft gefälligst gegen Aragami oder was auch immer ihr tut. Alter, ist der Alter. Kann ich meine Sense in den Hals rammen? Gott. Das lief ja gut. Es liegt eine tiefe Freude darin, einen Acker zu besehen. Du und deine Freunde habt mir diese Freude ge... What? Weird? Seltsame Aussage aus dem Nichts heraus? Ich bin wahrlich beschenkt, über den Erfolg von Blood wachen zu dürfen. Bitte gebt dein Bestes. Ich glaube, mein Herd ist noch an. Was sind das denn alles für weirde Typen hier? Okay, hier ist nichts. Dann gehen wir wieder. Wieso sind die denn alle so weird? Na und, hast du was gesagt? Du hast Juno nicht getroffen, oder? Ich hab's ja gesagt. Ich wusste, du hast es nicht gesagt. Hey, Captain, hast du was zu sagen? Ach Gott. Nein, geh weg. Schade. Verdammt, was für eine war das? Wir sind da nicht reingegangen, um Direktor Gren zu treffen. Na gut, wie auch immer. Ich sehe dich jetzt in einem anderen Licht. Du bist einfach ins Büro des Rexes geplatzt. Yeah, ist das gut? Ich kann den... Ach Gott, nein. Stangenwaffen. Nächste Mission. Eine schaffen wir noch. Wir haben eine neue Mission. Dringende Angelegenheit. Dies ist eine Mission für die gesamte Einheit. Erledige zwei Ogerschweife. Diese Aragami sind kleinwendig und oft in Schwärmen unterwegs. Um nicht von ihnen überrascht zu werden, solltet ihr erst die Lage auskundschaften und sie dann einzeln vor uns... Belohnungen gibt es. Wenn ich innerhalb von weniger als 10 Minuten fertig bin, kann ich Ogerhaube bekommen.
wenn ich mit 30%... Alter, 2% Wahrscheinlichkeiten. Aha. Naja. Los geht's. Ja, für die gesamte Einheit. Auch dieses Verändern der Zusammensetzung, des Ausgeben der ganzen fluoreszierenden Proteine, werde ich offscreen machen. Und dann euch einfach zeigen, was ich so gemacht habe. All instruments reading clear. We're ready to start whenever you are. Let's make it happen, Captain. Commence operation. All God Eaters with me. This place was probably full of life once. Yeah. Long before it became this. Da und da. Wir gehen erstmal nach C, weil da waren wir noch nie in C. Nein, ich wollte... Öl! Wir werden erstmal die Items sammeln. Dann gehen wir erstmal nach C, weil da waren wir noch nie. Und dann sehen wir das auch endlich mal. Magnesium! Das ist wichtig für die Muskeln. Nein, 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 ich möchte nicht gegen den kämpfen. Lauf, lauf, spring, flieg, hüpf. Wir wollen doch erstmal jetzt hier endlich angucken, was das ist, bevor wir schon wieder nicht dahin kommen. Oh, hübsch hier oben. Können wir uns im hohen Gras verstecken? Oh, die sammeln sich da. Shit, die sind aber echt groß, das muss man schon sagen. Da ist auch schon wieder ein Item, was wir natürlich jetzt nicht bekommen, weil die jetzt zu zweit da sitzen. Ich will die aber nicht zu zweit angreifen. Wir wurden gewarnt, dass die zu zweit zu mächtig sind. Geh mal weg, du da hinten. Dreh dich mal um und gehe. Gehe. Genau, geh weg. Geh weg. Geh weg. Komm, da komm, da komm, ja, komm her, komm her, komm her, charge doch. Sehr schön. Kann ich vielleicht, warte mal. Ach, stechender Regen. Ah ja. Jetzt hat die wer anders. Ah. Das ist nicht schlimm. Eiche. Der ist da hinten. Okay, kann ich den noch einsammeln? Kann ich noch essen, 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 essen? Hast du noch was mitgegeben? Kann ich dich beschießen vielleicht von hier hinten? Woohoo! Oh Gott, der hat Fernkampf, der hat Fernkampf. Yay! Mission accomplished! Oh yeah! No, du Armer! Cool, wir haben keinen Schaden bekommen, wenn ich das richtig gesehen habe. Wir sind einfach durchmarschiert. Okay. Tschüss! Da war noch ein Item, das kriegen wir noch in 10 Sekunden. Yay! Das lief ja... Ja, natürlich, genau. Ein Nylon-Strumpf. Mission erfolgreich! Es liegt nur in der neuen Klamotte. Ich könnte meinen Verbrauchsgegenstand erhöhen. Ich mache hier Beständigkeit. Beständigkeit ignorieren aktiv. Ah ja, gut. Blockschaden reduziert. Nahangriff, sehr schön. Linke Erholung, Menge Hilfsregen. Ah ja.
Haben wir irgendwas Tolles gesammelt? Wir haben 3 Minuten gebraucht. Alter, wir haben ganz schön viele Items automatisch gesammelt. Und weil wir einen Abschluss in weniger als 10 Minuten haben, wir eine Ogerhaube bekommen. Okay. Oh, guck mal, da noch mehr. Schön. Schön, schön. Scouting a new member for Blood, Rachel? Precisely. In fact, I believe he arrived at Friar just today. I'm eager to see him in action. Gilbert McClane. I know that name, but I can't remember from where. Most likely the Fenrir Court of Inquiry. Mr. McClane made quite a name for himself during his time at the Glasgow branch. Ah, of course. Fragging Gil, I should have known. He was indicted in the death of his senior officer, wasn't he? Rachel, is the Blood Unit truly so desperate for new members? The God Ark soldiers are strong enough on their own, surely. No, my sweet sister. They will not be nearly as strong enough. The blood power that the squad possesses is like a blade of will, honed to a perfect edge. A new catalyst will forge a stronger alloy. Remember, as long as we are together, we can overcome anything. We have come so far already. We can face even this challenge to humanity and create a new dawn for all humankind. I know, Rachel. We will. What's going on here, soldier? To be honest, things got kinda out of hand. All I did was ask where he was transferring from, then he just hauled off and slugged me! Are you the Blood Captain? I'm Gilbert McClane. You can call me Gil. As for the kid, well, he was out of line, so I socked him in the face. Just throw me in the brig, or whatever you do here. I'm out. That guy's fuse is way too short. I mean, what the heck was that about? He just... Well, I probably could have been nicer about it. Oh, for sure. You're being super nosy. But still, I always say that violence never solves anything. I thought being casual would open him up a little more. I will overlook this exchange for now, Romeo. But it is up to you to find Gilbert and fix this. I won't have animosity on the field. What? No way. You saw him. He's crazy. Crazy! You too. Make sure you back him up. Understood? Oh, come on. How am I supposed to patch things up with him? He's like an animal. An animal, I tell you. Ja, cut einfach mitten im Satz. Na, das klingt doch auch super. Gil scheint ein richtig einladender Typ zu sein. Und ich würde sagen, dem gucken wir uns doch einfach mal beim nächsten Mal an und schauen, was wir da so machen können. Ob wir da irgendwie die Beziehung zwischen Romeo und Gil wieder kitten können. Ich hoffe auf jeden Fall, das hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kaninchen. Tschüss, tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.